Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected Staffel 2 Zimmer. Wir haben vorige Folge das Wembidorf fertig geplündert, fertig gelootet, ja, und ganz schön viel Technologie mitgenommen. Und das werden wir jetzt einsetzen. So, ich habe das ganze Zeug noch in der Tasche. So, von hier nach hier bin ich jetzt durchgelaufen. Es ist früher Nachmittag, naja, Mittagszeit. Oh, wir legen mal den ganzen Loot ab. Ich freue mich so, dass wir das Wembidorf jetzt fertig, was die Technologie betrifft, fertig geplündert haben. Das ist eine gute Sache. So, hier haben wir drinnen Mechanikteile, Elektrikteile. Wir haben ein wenig Plastik dazu gewonnen. Auch das freut mich sehr. Da ist Glas drin. Da legt man die Dose oder ja, da legen wir Dosen dazu. So, dann haben wir hier Ziegel. Ja, wir müssen die Wände noch aufbauen. Auffetten sozusagen. So, die möchte ich gerne da nach unten legen. So, Moment. Nämlich wegen First Aid Kit. Dass wir da sozusagen hier Stoffe, Kleidung und Müll. So. Moment. Habe ich noch was? Nein. Falsch. Das da. So, 27 Bandagen auf Reserve. Das ist natürlich super. So, das, was geschmolzen werden kann, ich lege es mal hier rein. Und auch die Kohle. Also, damit das da mal abgelegt ist. So, wir haben hier auch viermal Öl. Super, das können wir zu Plastik machen und so weiter. Oh, ich freue mich, das hat super funktioniert. So, was natürlich schwieriger wird. So, das Fett kommt da rein. Talg kommt da rein. Die Knochen und die Knochensplitter. Jetzt können wir uns endlich 30 Knochen. Jetzt können wir uns endlich eigene Knochenpfeile und ja, das wird gut. So, dann schauen wir mal nach oben. Wie sieht es denn da so aus? Super sieht es aus. Könnten wir alles ernten? Da ist Verdorbenes schon drinnen. Das ist toll. Wir legen die Samen mal ab. Ich überlege gerade. Komm, wir gehen fischen. Wir brauchen wieder Fleisch. Normales Fleisch. So, Knochenspeer. So, oi. Nein, bleib da. Nein, der will nicht. Vielleicht will der an unseren... Ja, der will. Der will auch. So, da haben wir noch einen. Und einen kleinen. Und die werden wir jetzt zerlegen. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Ich freue mich so. So. Wir haben vier Technologiesachen bekommen. Und die werden wir auch alle aufbauen. Ja, und... So, wir befüllen mal die Trockengitter, damit da was abhängen kann. So. So, ich glaube, da kommt schon wieder einer. Oh, war aufregend, muss ich sagen, war aufregend. So, ein wenig Fleisch dazu. Sehr gut. So, Schmutziges, die ist fast leer und die ist ganz leer. So, dann füllen wir mal auf. Und zünden mal an. So. Ach, super. Ich mag das. Jetzt ist wieder... Ja, endlich ist wieder Sommer, Sonne, Sonnenschein. Also, naja, Frühling. 5,3 Grad ist jetzt nicht der Burner. So. Dann haben wir das hier. Ein wenig Feuerholz machen. Ach, toll. Toll. So. Bringen wir davor. So, Feuerholz. Ja, das lassen wir da liegen. So, Feuerholz. Burn, baby, burn. So. Das auch. So, dann würde ich noch einmal fischen, damit wir das Ding voll haben. Das Trockengestell. So, fischen. Fischen impossible. Oh, der ist groß, den nehme ich mit. Was? Der passt da nicht rein. Oh mein Gott. Super. Hätten wir zuerst nur abgelegt. So. Also, hier Stöckchen. Hier Feuerholz. Der Winter kommt bestimmt. So, und jetzt gehen wir da wieder unter Wasser. Schauen wir, ob der Fisch noch da liegt. Der Fisch. Ja, er liegt noch da. Der Fisch ist da. Ui. Der wäre groß gewesen. Der hätte uns gut zu Gesichte gestanden. Ins Gesicht, in den Mund hinein. Das wäre schön gewesen.
So, gegrillt, Eistrockenfisch, wie auch immer. So. Super, beginnt es wieder zu regnen, dann könnte man gleich ernten auch. So. Wir haben eh nur mehr einen Platz frei. So. Dann machen wir mal hier ernten, ernten und ernten. Super. So, den einen Platz behängen wir noch. So, dann würde ich sagen, wir machen mal die Gurke. Wir machen mal die Gurke. Wir machen die Kartoffel. Wir machen die Kartoffel. Oh, ich freue mich so. Es hat endlich super funktioniert mit dem Dorf. So. So. Hier noch ein wenig Gurke und Gurke. Super. So, ein paar Steinchen. Da können wir welche reinlegen. Wow. Okay. So. So, dann haben wir da noch welche. Und da sind noch Bahnen. So, den Rest könnten wir schon auffüllen wieder. So. Super. So, da am Dach wollen wir das auch noch machen. So, mit Kartoffel, Kartoffel. Dankeschön. Und Dankeschön. So, wobei, haben wir noch mehr Kartoffeln? Na klar, haben wir noch mehr Kartoffelsamen. Das werden wir gleich benutzen. So, nämlich hier und hier. Oh, eine Gurke ist am Boden gefallen. Am Boden. Vom Dach. Vom Dach geplumpst. So. Dann haben wir hier. Dann haben wir hier. Super. So, das rein, das rein. Das schlicht mal so her. Das schlicht mal so her. So. Ja, dann würde ich sagen, essen, essen. Gurke ist da. Ui, die ist genau da dazwischen. So, in die Kiste legen wir einfach Kartoffeln rein. Ganz viele Kartoffeln. So. Super. So, Gurke können wir noch. Ja, die werden wir noch essen. Die werden wir noch. Die werden wir nicht mehr essen. So. Den Rest lassen wir einfach im Inventar. Also, wir kümmern uns jetzt um. Wir haben neue Technologie gefunden und diese Technologie wollen wir natürlich einbauen, umbauen, anbauen und aufbauen. Und zwar, wir haben gefunden im Wembidorf ein Solarmodul. Das werden wir jetzt bauen. Ja, aber ich weiß, die anderen Sachen sind wichtiger. Aber platzierbar Strom hier, Solar. Eisen, Alu, Kupfer und Kobalt. Vier Kobaltbahnen. Okay. Moment, was können wir noch platzieren? Verbesserte Werkbank? Ja, die brauchen wir definitiv. Die stellen wir. Können wir die da dazwischen? Nö, können wir natürlich nicht. Oh, schade, schade, schade. So, verbesserte Werkbank. So, so ein L-Tisch hier. So, ob uns der gefällt oder nicht, werden wir dann noch sehen. 10 Bretter, 2 Eisenbahnen, 2 Kupferbahnen. So, und 10 Bretter. Das sollte nicht die große Schwierigkeit sein, 10 Bretter. So, haben wir hier, hier, hier. So, super. Dann nehmen wir ganz viel mit. Das nehmen wir mit. So, 10 Bretter. Bam. Und da legen wir die restlichen zurück. Sehr gut. Ah ja, eine verbesserte Werkbank. Jetzt können wir endlich das können wir machen. Moment. Das da. Zum Beispiel. Boah, 30 Knochen. Das hat ein Gewicht, mein Freund. So. So. Na gut. Legen wir die Hälfte weg. Oh, ist das nicht super? Ist das nicht super? Das ist herrlich. Das ist herrlich. Das macht echt wieder... das macht Laune. Knochenspeere. Jetzt geht's los. Jetzt können wir euch endlich en masse herstellen. So, Pfeile, Knochenspeere, alles geht. Hammer wird das. So. Super. Die 45 Splitter legen wir zurück. Oh, wie schön. Oh, wie schön. So, was haben wir denn da eigentlich noch? Wir haben 23 normale Pfeile. Knochenspeer, Knochenspeer, Knochenspeer. Ein Knochenspeer. So.
Dann nehmen wir wieder die Steinspitzhacke. Schade, dass man da nicht Metallwerkzeuge bauen kann draus. So, dann haben wir hier die Hämmer. Hier haben wir ein wenig Holz. Das werden wir rausbringen zum Verbessern. So, schauen wir mal, bis das voll ist. So, voll ist es. Super. So, also verbesserter Werkbank, Tisch. So, dann wollen wir platzierbar. Was können wir denn noch machen? Wir haben Technologie. Hier, verbesserte Werkbank. Ein Chemietisch. Yeah. Platzierbar, Chemietisch. Zwei Glas, zwei Eisenbahn, das ist gar nicht so schlimm. So, ein Chemietisch. Wir werden es dann später noch schöner, detaillierter aufstellen, definitiv. So, 10 Bretter, zwei Eisenbahn, zwei Glas. Glas hatten wir, genau. Glas und Glas. Wieso haben wir einen Knochensplitter da? So, und zwei Eisenbahn. So, jetzt brauchen wir noch 10 Brettchen. Brettchen, Brettchen. So, dann nehmen wir das da. Da-da-da. Da-da-da. Da-da-da-da-da. So. Ganz schön viele Brettchen. Super. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich freue mich total. Ein Chemietisch, ein Chemietisch. So, was können wir denn am Chemietisch nochmal machen? Ah ja, genau, mit Öl können wir basteln. Mit Öl können wir basteln. Na, na, Öl. So, wie war das gleich? Wir können Gegenstände, Ressourcen, Rohstoffe. Yeah. Da, Plastik, Plastik hier. Drei Ölkannen, fünf Rindenmulch. Da freue ich mich auch schon, wenn wir das dann machen können, weil dann können wir den Zaun endlich sinnvoll aufwerten. So, Plastik, dann sonstiges hier, Elektronik. Mit Plastik, mit Kobalt und Kupfer. Wow, die sind aber teuer geworden. So, ja gut, wir legen das jetzt... Ah ja. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 und ein Plastik. Jetzt haben wir den auch benutzt, super. Jetzt können wir... Woanders? Ah, Öl. Öl da dazulegen. Wir haben Plastik. Es ist super. Oh, der verbesserte Tisch. Der Chemietisch. Yeah. So, was haben wir noch an Technologie geholt? Wir haben einen Ölsauger. Yeah. Aber dafür hätte ich gerne vorher noch das Solarmodul. Da stellen wir irgendwo aufs Dach. So, Moment. Irgendwo aufs Dach. Yeah. So, wo kommen wir da am sinnvollsten rauf? Eigentlich hier. Es sei denn, wir bauen hier noch eine Erweiterung. Wir stellen das einfach da hier vorerst mal. So, wir brauchen ja noch nicht. So. Also. Gegenstände platzierbar. Hier Strom. Ja, Photovoltaik. Erzeugt 40 Einheiten Strom platzierbar. Sonstiges. Benötigt 100 Strom. Super. So. Das heißt, wir bauen einmal ein so ein Photovoltaikmodul. Oh, ist das super. So, von wo kommt die Sonne, wenn ich mich nur erinnern würde? Naja. So, dann stellen wir mal da her. In der Hoffnung, läuft. So. Letztlich werden wir drei für einen Ölsauger, drei brauchen. So. Super. Also, Eisenbahn 5, Alubahn 5, Kobaltbahn. Bevor wir das mit den Kobaltbahnen, also die werfen wir jetzt mal in einen rein. So, die, die wir haben. So, wir nehmen auch ein bisschen von da, ein bisschen von da. Oh, hätten wir vielleicht nicht so viel nehmen sollen. Ah ja, 50, wir essen das. So, geht noch immer nicht. Geht noch immer nicht. So, ja, bestätigen, da liegt's. So, eines bauen wir mal. Also, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und wir brauchen noch fünf Eisenbahnen. Fünf Eisenbahnen. Dann haben wir nämlich ein Photovoltaik auch schon gebaut, ein Photovoltaikmodul. Und das ist gut. So, das kommt darüber. Der Splitter kommt daher. Super. Was können wir da herlegen? Oh, oh, haben wir Besuch gekriegt. So, da, hallo. Wunderbar, dankeschön für die Spende Sand. Toll, was der für Geschenke bringt. So, dann haben wir
Alu, wir haben dreimal das da. So viel brauchen wir. Ganz schön viel Eisen. Yeah, Photovoltaikmodul. Ach, super ist das. So, wir brauchen jetzt Eisen. Wir brauchen tatsächlich viel, viel Eisen. So, wir machen mal hier. Drei. So, vier und einen noch. So, die legen wir da mal rein. Es geht ans Schmelzen, meine Freunde. Ja, wir brauchen Eisen. Wir brauchen viel, viel Eisen. So. Da. Schmelz auch gleich die Waren. Ja, machen wir gleich. Im nächsten Durchgang. So, dann haben wir hier. Super. Und wir haben hier. So, wir brauchen keine Steine mehr für Pfeile. So. Super. Ach, wunderbar ist das. Und sobald wir 20 Eisenbahnen haben. Ja, wir haben jetzt ein Photovoltaikmodul aufgebaut für drei, die wir bräuchten. So, wir können nämlich jetzt auch den platzierbar sonstiges hier Ölsauger. So, den würde ich sagen. Genau, den stellen wir da dazu. So muss Technik. So, was braucht ihr alles? Mechanikteile 6. So viel, glaube ich, haben wir gar nicht. Schauen wir mal. So, viel Alu. Zwei fehlen noch immer. So, 8 Kobalt haben wir natürlich nicht für Eisenbahn. Mechanikteile. Ich werfe alle, die wir haben, rein. Das restliche Eisen, also alle. Okay, wir haben da. Okay. So. Das sind die, die wir verheizen wollen. Das wollen wir jetzt auch verheizen. So, und dann nehmen wir noch Steinchen in die Pfote. Also Eisen. Da. Das sollten wir aber vorher teilen. Genau. So. Dann haben wir das da. Teilen. Wunderbar ist das. Wunderbar. Ich freue mich total. Ich freue mich total. Wir haben ein Solar-Photovoltaik-Modul aufgebaut. So, einen Ölsauger. Gut, der läuft noch nicht. Klar. Klar. Ist so. Ach, wie schön. So. Und bald haben wir auch unseren Kobalt-Extraktor. So. Ja, lang dauert das nämlich nicht mehr. So, schauen wir da mal rein. Oh ja. Oh ja. So, tun wir auf Steine umwechseln. Nur Steine. So, das nehmen wir alles raus. Weil es gut ist. So, und hier, wir tun nur auf Steine mal umwechseln. Weil Kupfer haben wir ja jetzt ein wenig mehr. Wir haben zwar viel verbraucht, aber oben steht ja noch ein Kasten voll mit Kupfer. So, 62, ich schleppe das trotzdem rein. Komm, so viel Zeit nehmen wir uns. Ah, oh, ein Photovoltaikmodul, der verbesserte Tisch, der Chemietisch. Alles super. Noch Holzrampe, Fundament. Das würde alles irgendwann mal schon eine Reparatur bedürfen. Die Holztür sogar. Oh ja, ah, wir schleppen uns langsam hin. So, das ist eh bald durch. So. Dann schauen wir da mal rein. Kohle brauchen wir im Moment nicht. Ist aber gut, dass wir wieder Reservekohle haben. So. Jetzt geht's. Da-da-da-da. Da. So. Jetzt haben wir noch einmal Alu bekommen. So, sehr gut. Weitere Eisenbarren. Herrlich. So. Und da noch. Wunderbar. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, ein wenig Zeit haben wir noch in dieser Folge. Deswegen würde ich gerne, ich leg das da in die Kiste mal. So, vorerst mal hier rein. So, Eisen ist schon ganz gut. So, ein Alu, das ist auch okay. So, ach wie schön, ach wie schön. So, wir füllen den Wagen an. Ich würde gerne Kobalt holen. Also vorbereiten. Und zwar, wir brauchen ja drüben für den Extraktor, hier sonstiges, 20 Eisenbahn und 5 Bretter. Wir könnten den ersten Trip ja hinmachen.
und nehmen mal mit. So. 53 ein wenig überladen. Das ist aber okay, weil wir könnten theoretisch so 5. So, 49,5, super. Hättest du die Fische abgelegt? Ja, die Fische. Die Fische. So, Moment. Genau, diese Richtung. Oh, hoffentlich jetzt kein Wolf. So, ich blende mal Gesundheit und so weiter ein. Oh, jetzt haben wir alles vorerst mal angezeichnet. Den kann man nicht mehr outrunnen, den Wolf, oder? Ja, so war das. Ich erinnere mich. Ist er da? Aber vielleicht war er einfach zu weit weg. So, ja, wir sind gleich da. Da über den Hügel noch. Ah, wie cool. Wie cool. So, einmal laufen wir hin, werfen das Eisen, das wir jetzt mit haben, hinein. Und ein paar Brettchen natürlich. So. Und beim nächsten Mal können wir ihn schon anschmeißen. Dann nehmen wir da noch Biomüll mit. Biofuel. Biomüll. Immer Biomüll. So. Ja, komm. Ach Junge, ein wenig mehr Ausdauer. Trainier mir. So. Dann haben wir da eine wunderschöne Melone. So, die werden wir gleich verzehren und verzehren. So. Dann würde ich sagen, platzierbar, sonstiges, ein Mineral Extractor. So, am besten hier, ja. Da werfen wir mal die Sachen rein. Oh ja, nur noch 7. Dann nehmen wir ein paar Brettchen. So. Die werfen wir da rein. Super. Ein Brettchen haben wir dabei. Komm, wir machen eine Brettchenständer. Schaden kann es ja nicht. So, Brettchen, 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 Brettchenständer platzierbar, hier Lager, ja, Brettständer. So, einen schönen Brettständer, yeah. Super. Warum nehme ich so viele? So. Das legen wir da rein, dann haben wir schon mal genug Bretter. Also, wir brauchen noch 7 Barren. Dann haben wir die Kobaltproduktion angeworfen. Oh, ist das schön. So, wir müssen nach Hause. Nach Hause geht's in die Richtung. Genau. So. Durch den Wald, durch den Busch. So, da ist Mais, den nehmen wir mit. Sehr schön. Oh, Kartoffelgurke. Eine Kartoffel. Und eine Gurke. Ja, noch mehr Mais. Super, das wird ein landwirtschaftlicher Ausflug hier. So, ich glaube, wir sind da noch immer richtig. Keine Ahnung. Oh, da liegt was am Boden, das können wir auch mitnehmen. Oh. Okay, man kann nicht immer alles mitnehmen. Nicht alles, was du siehst, kannst du mitnehmen. So. Jetzt schon. Wo ist die Melone? Da. So, wir sind noch richtig, denke ich mal. Genau. Dö-dö-dö. 7 Barren, das ist jetzt echt nicht mehr die Welt. Und dann haben wir einen Kobalt-Extraktor. Oh, da freue ich mich auch schon. Das wird super. So, und das Tor müssen wir versetzen. Das werden wir in der nächsten... Ja, machen wir das in der nächsten Folge ein wenig hier ausbauen. Uch. Jetzt ist die Ausdauer. So. Gleich wieder vor. Oh, ein Stein. So, da wollte ich reinschauen. Oh ja, viele Steine, viele Steine. Super. So, dann nachlegen. Ja. Oh. So. Da haben wir hier. Da haben wir hier. Da, 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 da. Nicht vergessen, wir brauchen nur 7 Barren. Das ist nicht so wild, wie es klingt. So. Und es wird laufend mehr. Yeah. So, da haben wir schon wieder einen. Also, wenn wir die rüberbringen würden, was wir jetzt natürlich nicht machen, ja, das wäre schon ganz gut. So, da werfen wir wieder ein. Die Samen bringen wir aufs Dach. Uah, wenn man natürlich die Treppe erwischt. So, hier. Samen, 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 Samen. Super. Und das eine Stückchen.
Stückchen. Ja, ich komme. Da ist er. So, Kniefrau, ich laufe Ihnen nach. Weil sie so interessiert an Kontaktaufnahme war. So, was hat sie uns gebracht? Oh, Kopfer. Das gute Kopfer. So. Da-da-da. Das geht ja mit den Steinen wie bei der Äpfelfrau. Es ist super. So. Zack, zack, zack. So, Wasser wollten wir abkochen, oder? Haben wir das? Nö, haben wir nicht. Sauberes Wasser, doch, haben wir. So, sauberes Wasser. Die ist leer. So, die könnten wir natürlich jetzt auch abkochen. Aber zuerst sollten wir tatsächlich Sachen ablegen. Steine zum Beispiel. Oh, wir schleppen uns noch zurück. Oh, ich freue mich so, dass wir jetzt die Tische haben und Photovoltaik. Und bald haben wir auch den Ölsauger, den Koboldextraktor. Das wird schon gut. So. Den Durchgang machen wir noch gemeinsam und dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. So. Oh ja, oh ja. So. So. Super, oder? Ich find's gut. So. Und bam. So, 7 brauchen wir für drüben. 7 Barren. Und wir haben jetzt schon 5. Das heißt nur noch 2 Barren. Und das ist echt kein großes. Kein großes Drama. So, die 2 da rein. Dann haben wir immerhin schon 3. Was wir mit dem ganzen Kupfer hier machen. Wir werden sehen. Wir werden es sehen. So, wir wechseln noch die Fisch. Die Fisch. So, haben wir ihn hier. Ihn hier. Ist das schon? Oh nein. So, das auch. Das auch. Jetzt haben wir wieder viel Proteinsachen. Das ist gut. Wechseln wir auf der anderen Seite auch noch. So, super. Sehr schön. So, die 3 nehmen wir auch gleich ab. So. Und packen es drinnen in die Kiste. In die Kiste. Moment. Noch Wasser? Genau. Da war schmutziges Wasser. Schmutziges Wasser füllen wir da ein. Schmutziges, schmutziges, schmutziges hier. So, einmal noch den da. Ach, wie cool. Ich freue mich so über die Technologie, über die Sachen, die man jetzt... Jetzt ist so richtig was weiter. Nach diesem etwas deprimierenden Winter ist jetzt so richtig was weitergegangen. So richtig. So, Tür zu. Super. Haben wir da noch was zu tun? Ja, schon wieder. So cool. So, solange es brennt. So. Und wir sehen's. Gleich ist es erledigt. Morgen in der Früh nämlich ist alles durch. Ja, natürlich müssen wir jetzt schlafen gehen. Es ist 23 Uhr. Tja, Hauptabendprogramm ist auch schon erledigt. So, und wenn wir dann aufstehen, ist alles erledigt. Yeah. So, und eine Steinebox können wir uns natürlich neben die Extraktoren stellen, aber jetzt ist mal gut. So, meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.